Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Schlagzeilenrevue im Jahr 2018. Martin, wie war dein Beginn 2018? Sehr chillig. Und deiner? Ah, ganz relaxed. Super. Bin schon in dem Alter, was dir aber geht's nicht mehr so gut. Mhm. Du kennst ja das. Nein. Okay, hey, wir haben uns jetzt lange gesehen und in der Zeit waren wir nicht untätig. Wir haben ein renommiertes, unabhängiges Institut mit einer wirklich wichtigen Forschungsfrage beauftragt. Das war gar nicht billig. Nein, aber für euch da Neues. Ja. Was haben wir gemacht? Wir wollten, dass die unsere Sendungen analysieren und es gibt ein Ergebnis. Es wird mehr und länger Schlagzeilenrevue geschaut, als die heute gelesen. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir wollen nicht, dass die heute sich benachteiligt fühlt. Deswegen haben wir leicht umstrukturiert. Genau. Ab jetzt gibt es 3 Kategorien. Genau. Und am besten gehen wir gleich los. Wir kommen zur ersten Kategorie, heute über Schwarz-Blau. In der erfahrt ihr alles, was sich in der Regierung über die Woche lang so getan hat. Und was war? Naja, beginnen wir gleich mal mit FPÖ und ÖVP machen ja alles neu und alles besser. Naja. Naja, du. Schauen wir. So sind sie angetreten. Also die ÖVP, die FPÖ, in dem Fall der Kickl, bedient sich gleich mal alten Ideen der ÖVP, nämlich vom Josef Broll von vor fast 10 Jahren. Er verlost sich selber. Schön. Hm. Apropos alte Ideen. Was? Die wollen ja Leute in gewissen Lagen konzentrieren. Diese Konzentrationslager? Na, so wollen sie nicht, dass man sagt. Aber ja, eigentlich schon. Naja, aber sie bedienen sich ja nicht nur alten Ideen, ja? Sondern? Der Justizminister Moser ist ja auch ein Mann, der frischen Wind einbringen will. Er will die Gesetze aufräumen und unter anderem auch zum Beispiel diese derzeit 90 Definitionen von Behinderungen reduzieren und einfacher machen. Wieso, gibt es nur einen Behinderten? Ja sicher, sind wir alle gleich, oder? Okay. Ja, wie ist das sonst noch mit der Kommunikation? Tja, sie machen wirklich alles einfacher. Wirklich? Nämlich die Kommunikation mit dem Bürger. Zum Beispiel über das Internet. Wichtig. Es gibt jetzt die Ministerien, kriegen welche Urls. Und da wird alles einfacher. Nehmen wir mal zum Beispiel das Justizressort. Das erreicht man jetzt über die wirklich leicht von der Zunge gehende Url bmvrdj.gv.at. Na, ich habe die Vermutung, manche Codes für Atomsprengköpfe sind kürzer. Ja, aber der Bürger wird kleiner. Ja, aber das ist sicher Ausnahme. Zweites hast du nicht. Sozialministerium wird auch einfach. Wirklich? bmasgk.gv.at. Das merkt sich keiner. Das rollt von der Zunge. Ja. Ach, das willst du mal lernen. Ja. Apropos rollt und rollt und rollt, die ganze Woche mit der Sozialminister Hattinger. Ein Maulkorb kriegt's nicht. Aber an die Leine wird's gekriegt. Ja, schaut so aus. Wir kommen zur Kategorie heute über Trump. Was haben wir die Wochen über Trump so erfahren? Du, wir haben einiges gelernt wieder. Ja? Ich meine, es ist nicht wirklich nix, aber doch. Es wird wieder mal auf Twitter gespottet über seine mentale Stabilität. Ja, der mit dir jetzt. Ja, natürlich, der mit dir, das weiß ich schon nie. Ja, eben. Gibt's ihm gar nichts. Übrigens, der Trump da hat brennt. Zum Glück war der Trump nicht daheim und es waren es nur 2 Verletzte. Gott sei Dank. Und ich bin sicher, er ist gut versichert. Ja. Und sonst? Du, ja, wieder mal, na, für andere leider Peinlichkeit, für ihn einfach nur, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein Fehler auf der Präsentation in den Medien. Es wird behauptet, er hat die Nationalhymne nicht kennen. Wahrscheinlich wissen alle anderen den Text nicht, er hat den richtigen. Richtig, genau. America first, America first. Übrigens, der Richtige, da gibt es ja jetzt einen Drexit. Ja, es gibt jetzt für alles einen Exit. Ja. Und scheinbar hat die Ivana Trump das kapiert und sie bereitet ihren persönlichen Trump-Exit vor. Es wird gemunkelt, dass nicht nur gewisse Amerikaner, sondern auch sie aufs Ende der
ersten Amtszeit wartet, damit sie sich scheiden lassen kann. Und was sagt er dazu? Naja, er wird nicht recht viel dazu sagen. Und wenn, dann kurz und knapp. Denn es heißt ja, der Trump hat einen Wortschatz wie Volksschüler. Hat eine Studie ergeben. Ja. Aber vielleicht macht er das aber auch nur, dass ihm die Leute verstehen. Ich glaube, Trumps Geheimnis, ein geringer Wortschatz. So, willkommen zur Kategorie Martins Erkenntnis. Zu was lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und was hast du gelernt die Woche? Man raubt keine Telefonzahlen aus, wenn man Kleingeld braucht. Weil die benutzt keiner mehr. Und was hast du gelernt? Ja, wenn man wem sucht zum Verlieben, dann geht man am besten nach Niederösterreich. Jede vierte noch zu haben. Also ein liebeshungrigen Menschen. Nach Niederösterreich. Ab nach Niederösterreich. Das war die Schlagzeilenrubrik für die Woche. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Hier mit Martin. Und Martin. Ciao.